Ein herzliches Habedere aus Moosach. Ich habe heute ein Geschenk dabei für einen ganz besonderen Verein. Denn nach dem Motto Fasching hat Herz haben wir dieses Jahr natürlich auch wieder von der Nahala München was Wohltätiges gemacht. Und da freue ich mich jetzt, dass wir einen anderen Faschingsverein hier besuchen dürfen, weil dieser Verein hat diese Versteigerung gewonnen. Helmut, grüß dich. Servus, Bernie, grüß dich. Schön, dass du da bist bei uns in Moosach. Freut mich auch. Wir halten ein bisschen Abstand, gell? Genau. Muss ja auch dabei sein. Ja, und du hast uns was mitgebracht. Ich darf sagen, wir gehen ja dann über zum Päckhofenschlüssel. Das ist nämlich, sage ich mal, bei uns in Moosach ein Markenzeichen. Also wir sind ja da so quasi am ältesten Platz von Moosach mit der alten Moosacher Kirche. Eine von den ältesten Kirchen in München. Weiß ich schon aus dem 8. Jahrhundert. Also so alt ist das Ding schon. Da vorne haben wir unser Hakelhaus, wo wir früher ganz viel trainiert haben. Und dann eben das Steinkommensrücken. Da sagen wir, marschieren da hin, wir können ja schon mal ein Stück weitergehen. Mhm. Und da habt ihr dann ich noch was mitgebracht. Ja, da was bin ich vielleicht gespannt. Aber das weißt du noch nicht. Da bin ich gespannt. Genau. Fasching hat Herz. Also das war eigentlich unser Beweggrund, warum wir mitgesteigert haben und weil wir gesagt haben, das ist so eine tolle Idee, da machen wir mit. Und da muss was Gescheites dabei rauskommen. Gut, also wir fängen uns da vorne beim Schlüssel und dann können wir noch darüber reden und dann machen wir was dabei. Machen wir's. So, dann sind wir also jetzt vom Päckhofenschlüssel, vom Moosacher Päckhofenschlüssel. Bernie, das ist quasi unser zentraler Punkt, was Kultur für die Moosacher Bürger anbelangt. Also wir haben Veranstaltungsräume da drinnen. Das ist gewachsen ohne Ende. Das hat auch eine Riesengeschichte schon hinter sich, dieses Päckhofenschlüssel. Das ist aus dem 17. Jahrhundert, ist das gebaut worden. Wahnsinn. Das war übrigens das zweite Wirtshaus in Moosach. Das hat es den alten Wirt gegeben und da war der Neuwirt drinnen. Also das, wenn du heute siehst, dass es nicht meinen, dass das ein Neuwirt ist, dann war es dann noch einmal lange Zeit eine Gärtnerei. Dann war es ein Wohnhaus und irgendwann hat die Stadt München gesagt, das Hackelhaus da drüben, das langt für die Moosacher Vereine hinten und vorne immer. Und dann ist das groß umgebaut worden und 2004 eröffnet worden. Jetzt unter der Leitung von der Julia Schönfeld, Knorr, aus dem Münchner Stadtrat, sind wir sehr dankbar, weil das natürlich viel für uns tut. Und da sind wirklich viele Veranstaltungen drin. Deshalb bin ich gern da und triff ihn mit dir an dem Fleck. Mich freut es auch total, weil ich kenne die Julia auch. Wir haben tatsächlich auch schon mit der Großstadt Borzen und auch mit der Kublea AG hier aufdrehen dürfen. Entweder Open Air oder im Päckhofenschlüssel und ja, deswegen ist mir das eine besondere Ehre. Dann warst du das, genau. Aber jetzt wird es Zeit, du bist da, dass du uns was geben willst. Aber das gibt es nicht mir. Ich habe schon viel zu viel geredet da, sondern ich habe da ja jemanden mitgebracht. Mei, servus, grüß dich. Nämlich unsere Prinzessin und ich hau jetzt ab und sie kommt her. Sarah, bitteschön. Ja, grüß Gott. Grüß dich, schön, dass wir uns kennenlernen dürfen. Grüß dich, ja, gefreut mich auch. Ja, ich hab gehört, du hast uns das mitgebracht. Auf jeden Fall. Passen wir auf. So, hier haben wir das gute Stück. Wie gefällt dir denn? Ja, mal so schön ist der geworden. Wir haben sogar einen extra Narhaler München-Orden drin. In den Farben Gold, Blau, Rot. Und wie ihr seht, hat die Mama alle in den Kranz mit reingebunden und mit reingeschmückt und jetzt darf ich ihn euch überreichen und mich herzlich bedanken. Ja, ich bedanke mich auch. Faschingsclub Moosach. Prima, vielen Dank. Warte mal. Ach, halt's mal schnell, sehr gut. Ja, und ich habe jetzt auch noch was dabei, lieber Bernie. Ich habe jetzt die 111 Euro dabei, die darf ich da überreichen, weil wir haben natürlich das jetzt ersteigert und ich glaube, ihr macht mit dem Geld was kurz. Auf jeden Fall. Wir werden die 111 Euro an die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München spenden. Und du weißt was, wir legen nochmal 111 Euro drauf von der Nahala München, sodass wir dann insgesamt 222 Euro an das Ambulante Kinderhospiz spenden können. Super, die freuen sich bestimmt. Und liebe Prinzessin, ich habe jetzt für dich auch noch was dabei. Schau her, das ist eine Original-Sektflasche aus dem Reu. Einen schönen Gruß von unserem Präsidenten Günter Grauer. Und dann kriegst du jetzt natürlich, weil jetzt wird es doch schon langsam Bücher raus. Du kriegst eine Nahala-Schale, den darf ich jetzt leider nicht umhängen, aber du kannst ihn ja selber um. Vielen genau. Dank. Dankeschön. Wunderbar. Und natürlich seid ihr herzlich eingeladen, trotzdem noch weiterhin in diesem Advent für einen guten Zweck zu spenden. Einen schönen Advent wünschen wir euch.